die nicht verstandesgemäß organisiert ist, sondern affektiv kodiert ist, zu gehen. Das ist ein Verstoß gegen Grundrechte oder uns Dinge, sozusagen Grundverhalten, das wir uns erarbeitet haben in dieser Zivilisation, das einfach so geteilt wird. Es gab eine einzige Stimme in der Süddeutschen Zeitung, die das angegriffen hat, aber ansonsten hat man das komplett akzeptiert. Das fand ich auch einen Tiefpunkt der bundesrepublikanischen intellektuellen Öffentlichkeit, dass Navid Karmani das macht in seiner Paulskirchenrede. Das greife ich nicht an. Aber um Gottes Willen, wo sind denn hier die standhaften, säkulär gesonnenen Menschen, die sagen, dagegen haben wir etwas? Dass das also universell akklamiert wurde, ohne auf Widerspruch zu stoßen, das herrscht, glaube ich, hängt zusammen mit einer gewissen Denkfaulheit im Feuilleton im Moment. Kommen wir von den Tiefpunkten doch jetzt mal zu Höhepunkten. Dennis Schick hat schon angedeutet. Thank you.
Thank you.